Jagdszenen in der Kölner Innenstadt heute Nachmittag. Das offizielle Motto lautet Hooligans gegen Salafisten. Doch eigentlich wollen sich meist Rechtsradikale einfach mal wieder prügeln. Verpiss dich! Verpiss dich, Junge! Der heilige Sonntag am Kölner Dom gerät außer Kontrolle. Ein radikales Durcheinander. Was sagen Sie dazu? Ja, gucken Sie sich das doch mal an, da kann man nur Angst kriegen. Wenn da 5000 Leute da langlaufen, die rufen Parolen, das erinnert an ganz andere Zeiten hier. Da kriegt man wirklich Angst. Mehrere tausend Hooligans und Rechtsradikale waren einem Aufruf bei Facebook gefolgt. Die musikalische Unterstützung kommt von Kategorie C, einer Rechtsrockband aus Bremen. Unter den Gewaltbereiten auch eine bekannte Lokalgröße der Rechtsradikalen, Siegfried Borchardt, genannt SS-Sigi, abgeschottet von seinen Getreuen. Fickt euch! Fick dich! Will die Rechte nicht mit uns sprechen? Aber das war eben keine Interviews, keine Bilder. Salafisten werden nicht gesichtet. Der Zug setzt sich trotzdem in Bewegung. Und dass hier ganz viele Neonazis mitlaufen, ist Ihnen egal? Ja. Oder sind Sie auch einer? Ich bin nicht rechts. Normaler Bürger. Keine Interviews. Keine Interviews. Tschüss. Keine Interviews. Nur ganz kurz erinnert das Ganze an Fußball. Allerdings ohne Fairplay. Humba Humba Tetere, meinen Sie, das vertreibt die Salafisten? Die Polizei von Anfang an überfordert. 1000 Beamte sind zu wenig, um die Randalierer zu stoppen. War das jetzt der versprochene friedliche Protest gegen Salafisten? Ja, bist du auch von der linken Partei oder was? Normale Frage. Homo. Nee, das wäre ja. Hat damit gar nichts zu tun. Stimmt. Bisherige Bilanz der Krawalle, mindestens 13 verletzte Polizisten, 6 Festnahmen und reichlich Sachschaden.